Moin, moin und einen wunderschönen guten Abend. Es ist 10:30 und ja, ich habe ja heute Mittag schon mal das Video gemacht. Was tut ihr bei warmem Wetter? Und jetzt gibt's noch mal ein zweites Ironie-Video, denn nächste Woche möchte ich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es soll sehr warm werden. Und wenn es warm ist, möchte ich keine Videos produzieren. Das müsst ihr verstehen. Morgen wollte ich eigentlich auch ins Phantasialand fahren, aber es fällt auch aus. Also, jetzt gibt's meinen zweiten Teil von Tipps bei. Nämlich, jetzt gibt's Tipps beim Autowaschen. Ja, Autowaschen kennt jeder. Man fährt in so eine Halle rein und das Auto wird sauber. Der erste Tipp ist eigentlich der beste. Man macht alle Fenster offen, damit es auch von innen sauber wird. Da die Scheiben ja nass sind, als zweiten Tipp macht man die Scheibenwische an, damit die Scheibe auch trocken wird. Hat man ein Cabrio, macht man natürlich auch Verdeck und Schiebedach offen. Wenn man dann noch Shampoo mitgenommen hat, dann kann man natürlich auch sich duschen in der Waschstraße ist bestimmt auch sehr nett. Ja. Und da man ja dann eh im offenen Verdeck im Auto sitzt, kann man sich auch Badesachen anziehen. Ja, so sieht das nämlich aus. Das waren ein paar Tipps von mir zum Autowaschen. Wieder ein ironisches Video. Wie gesagt, nächste Woche möchte ich ruhig angehen lassen, da es sehr warm werden soll. Ja, zu denen, ich möchte auf jeden Fall noch dazu sagen, in dem ersten Video, da haben einige gemeint, wo es um was tue ich, wenn es warm ist, da haben sich einige beschwert, dass, warum soll ich das Video machen? Ihr müsst verstehen, es ist nur Ironie. Und ja, Ironie verstehe ich am besten. Ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Und mal schauen, wann es das nächste Woche gibt. Das nächste Video gibt, nicht die nächste Woche, die gibt es auf jeden Fall Montag. Wann es nächste Video nächste Woche gibt. Ich sage ciao mit Frau Robin. Ich möchte mir auch ein bisschen Auszeit gönnen. Ich sage ciao mit Frau Robin. Tschüss.